Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen heute zur Brisant-Sendung. Es wird ja viel gesportlert im ersten. Wir melden uns trotzdem mit Brisant heute sehr gern und zwar mit einem Brisant Classics. Das heißt, wir schauen noch mal auf Themen, die uns, die Sie bewegt und beschäftigt haben. Ja, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber vor gut 20 Jahren, da wären Sie für einen Satz wie Ich bin Berlins ehemaliger Bürgermeister und schwul noch ins Gefängnis gekommen in Deutschland. Erst vor eben etwa 20 Jahren ist der Paragraph, der Homosexualität unter Strafe gestellt hat, abgeschafft worden. Also ein schwuler Modekönig, ein schwuler Sänger, das ist heute ja kein Thema mehr. Aber bei uns spricht jetzt ein Mann, der für 15 Jahre im Gefängnis saß, nur weil er etwas eingestanden hat, dass man sich heute eigentlich auch aufs T-Shirt schreiben könnte, ich liebe einen Mann. Jetzt schauen wir auf einen spektakulären Kriminalfall. Die Polizei in Ostbayern hofft nun doch noch einen Mordfall aufklären zu können, der schon 21 Jahre zurückliegt. Es ist der Fall Karl Perlinger. Das war damals eine spektakuläre Geschichte. An einem Montagmorgen wird der Schuhverkäufer ermordet in seinem Geschäft gefunden. Ein Raubmord? Das wird sehr schnell ausgeschlossen, aber warum denn dann? Die Polizei unternimmt jetzt einen neuen Anlauf, diesen Fall so viele Jahre später jetzt doch noch zu entwirren. Ja, kann man wirklich nicht oft genug sagen, wenn wir in den Urlaub gehen, dann fang, fängt bei denen die Arbeit an. Also groß und danke dafür. In Zeiten, da selbst der Papst bei Facebook ist, wundern wir uns hier nicht mehr über diese neue Idee. Die spanische Polizei, die vor einen Tag, das war auch ein großer Erfolg. Also vielleicht ist das ja auch gut fürs Ansehen der Polizei. Will die Polizei, muss die Polizei heute so cool sein. Auf jeden Fall hat die spanische Polizei jetzt ganz viele neue Fans dadurch. Jetzt kommen zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten und die jetzt verbunden sind für immer. Und sie haben sich jetzt das erste Mal sehen können. Das sind Simon Haug und das sind Daniel Riedmüller. Ein Todkranker und der, der ihm das Leben gerettet hat. Denn Simon Haug bekam vor einigen Jahren die Diagnose Blutkrebs. Warum ich, fragte er sich. Und in einer anderen Ecke Deutschlands, da fragte sich Daniel Riedmüller, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich möchte was Sinnvolles tun. Ich möchte jemandem helfen können. Und jetzt gehören diese beiden zusammen und haben eine ganz ungewöhnliche Freundschaft. Genau, und über diese Segelregatta wollen wir jetzt noch ein bisschen reden. Wenn man gesunde Kinder hat, dann weiß man, was das für ein Riesenglück ist. Und wenn man eine Scheibe von seinem Ruhm abgeben kann für so eine gute Sache, in diesem Fall für den Kampf gegen Leukämie, dann machen wir da mit. Das haben viele Prominente entschieden, Michael Roll, Till Demtröter, viele andere. Und sie alle sind mitgesegelt bei dieser Regatta für die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Der Segelcup heißt Rose of Charity. Ja, und glauben Sie mal nicht, nur weil es um die gute Sache geht, will da keiner gewinnen. Das wollten sie natürlich alle. Und dazu konnten sie einiges bewegen. Und dann freuen wir uns jetzt auf ein Wiedersehen mit Laith Aldin. Dreieinhalb Jahre hat er Pause gemacht mit der Musik. Jetzt ist er wieder da und redet mit uns über das neue Album. Und auch über ein Thema, das ganz selten angesprochen wird im Musikbusiness. Es geht um Selbstzweifel in diesem Job. Ich bin jetzt 42, sagt er, und noch kein bisschen weise. Das klingt ja wiederum ganz sympathisch. Und Vorsätze hatte er auch noch für die Zukunft, mal ein bisschen früher ins Bett. Vielleicht haben Sie ja auch dieses schöne Buch gelesen, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Der Mann war einfach weg, weil er eben noch mal was erleben wollte im Leben, so mit 100. Eleanor Cunningham wird ihm das sehr gut nachfüllen können. Sie ist auch gerade 100 Jahre alt geworden und sie wollte auch noch mal was erleben und deshalb hat sie sich ihren allergrößten Wunsch erfüllt und damit hat sie sogar einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten übertrumpft. Ich würde mich das nie trauen. Also ich finde es ja toll, aber selbst wenn ich 100 würde, das könnte ich beim besten Willen nicht tun. Aber dem Glückwunsch, den schließe ich mich sehr gerne an. Versöhnliches Ende heute zum Schluss der Sendung. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend und am besten überlegen Sie sich schon mal, was Sie sich wünschen, wenn Sie dann 100 werden. Ja, da ist ja noch viel möglich. Alles Gute. Tschüss.